Aloha Seekräuter, aloha Wohnzimmerkapitäne, willkommen zum kurzen Ausblick auf das nächste Update, nämlich Update 089. Darauf blicken wir jetzt voraus und das wird dann ganz im Zeichen der italienischen Marine stehen und wie sie dazu gehört, wenn eine neue Nation ins Spiel kommt, also mit dem ersten Forschungsbaum, dann gibt es dafür auch einen passenden Hafen und in dem befinden wir uns gerade. Taranto heißt der schöne Hafen und liegt in Süditalien, der hier nachgebildet wurde. Hier ist so eine Altstadt in der Mitte dargestellt, dahinter ist das Hafenbecken, hier vorne geht es in Richtung Mittelmeer raus, kann man dann hier hinten auch so ein bisschen erkennen. Und da gibt es auch noch eine zweite Perspektive von, da liegt dann so ein netter Kreuzer da vor Ort. Aber es gibt noch eine ganze Menge mehr als nur den Hafen Taranto, sondern es gibt auch halt wieder die Richtlinien mit den ganzen Aufgaben, die dann da ja eine Rolle spielen. Mit diesen Aufgaben könnt ihr euch dann Event-Container erfahren und ja, in diesen Sachen könnt ihr euch zusätzlich auch italienische Token erfahren, also die könnt ihr dann wieder in der Waffenkammer einlösen, Gegentarnung, Signale, Premium-Spielzeit-Credits, auch Event-Container könnt ihr für diese Token holen und andere Zufalls-Bundles. Und dann gibt es natürlich wieder den Vorabzugang zu italienischen Kreuzern, Tierstufe 5 bis 8, auch die könnt ihr natürlich in diesen Containern finden, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, wenn man die Premium-Version kauft oder eben der Standard-Chance sozusagen, wenn man eben die Ingame-Container einfach so mitnimmt. Wir können uns mal angucken, das hier ist der Standard-Container und so wird dann der Premium-Container aussehen. Außerdem werden zwei neue Tarnungen ins Spiel kommen für die verschiedenen Schiffe und zwar einmal eine Premium-Tarnung, die nennt sich jetzt Grigio Azzurro Chiaro. Ja, deutsch-italienisch betont, wie auch immer. Auf jeden Fall wird die dann verfügbar sein für die Schiffe. Hier wird jetzt geschrieben T5 bis T8. Das ist aber eben hellblau, grau, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Auf jeden Fall, ja, das soll wohl diese tolle Tarnung sein, die man da sozusagen als Premium-Tarnung bekommt. Und dann gibt es noch die Regina Maria, Marina Camouflage. Und die wird wahrscheinlich so aussehen, weil es ist ein T7-Schiff. Und dann haben wir hier die 100% EP-Gefecht, 50% Kapitäns-EP und 100% freie XP. Das werdet ihr dann mit der Standardlackierung bekommen. Das ist sozusagen die Standardfarbpalette der Italiener. So wird das ausgedrückt. Naja, gut. Das ist das, was man dazu schon mal sagen kann. Und dann kommen wir jetzt zu Änderungen an Testschiffen. Also es geht um Mechaniken von den italienischen Kreuzern und deren statistische Werte. Die wollen wir jetzt uns nacheinander angucken. Da geht es um Lufterkennbarkeit, da geht es um Abprallwinkel der SAP-Granaten, um Reichweiten und um Ladezeitenveränderungen. Die wollen wir uns jetzt angucken. Fangen wir oben an. Die Abprallwinkel für die SAP-Granaten, die werden nämlich geändert, weil die SAP-Granate zu effektiv war. Und das fängt an mit 150 bis 152 mm Kaliber. Und da werden die Winkel von 80 bis 85 Grad gesenkt auf 65 bis 80 Grad. Das heißt, ihr habt jetzt garantierte Abpraller von 80 bis 90 Grad. Also das ist jetzt ein 10 Grad Fenster. Vorher waren es eben nur 5 Grad. Und die Chance auf Abpraller von 80 bis 65 Grad, das ist jetzt ein 15 Grad Fenster, vorher waren es nur 5 Grad. Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass eure Granaten dann jetzt abprallen oder eben, ja zerstört werden, nicht wirken, wie auch immer, die hat sich jetzt deutlich erhöht für die kleineren Kaliber. Und auch für die 203 mm Kaliber, da werden die Winkel ebenfalls verändert. Die waren bei 75 bis 80 Grad quasi als Abprallchance und das wird jetzt verändert auf 65 bis 80 Grad. Auch da ist jetzt ein 15 Grad Fenster und oben garantierte Abpraller eben ein 10 Grad Fenster. Das einzige Schiff, was von diesen ganzen Änderungen ausgenommen ist, ist die Venezia. Als T10 Schiff bekommt die quasi einen Standalone Bonus mit verbesserten Winkeln. Garantierte Abpraller 90 bis 80 Grad und die Chance auf Abpraller dann eben 80 bis 75 Grad, also nur noch 5 Grad Winkel und alles andere ist dann schon die Penetrationsabfrage. Das heißt einfach, die Wirksamkeit der SAP-Granaten, die wird bei der Venezia besser sein. Die kann aus spitzeren Winkel auf Schiffe schießen und trotzdem vernünftig penetrieren. Die SAP-Granaten werden weiter überarbeitet und angepasst. Das ist jetzt ein aktueller Zwischenstand und den wollte ich euch auf jeden Fall mal nicht vorenthalten. Jetzt kommen wir zu den Veränderungen an den italienischen Kreuzern, wo es um Lufterkennbarkeit, Reichweiten der Hauptgeschütze und den Nachladezeiten geht.
Und da sind wir bei der T1-Stufe angekommen. Die Eritrea, die bekommt die Erkennbarkeit auf 5,12 Kilometer gesenkt. Die waren vorher 7,12 Kilometer. Ich weiß, es ist ein T1-Schiff, aber ich will es der Vollständigkeit halber mal erwähnen. Und dann sind wir schon bei T4 angekommen. Alberto di Gisano. Da wird die Erkennbarkeit zur Luft erhöht, nämlich um 500 Meter auf 4,49 Kilometer. Und die Basisreichweite der Hauptbatteriegeschütze wird gesenkt von 13,5 auf 12,6 Kilometer. Und weiter geht's mit der Raimondo Montecuccoli. Tierstufe 5. Und da ist die Erkennbarkeit jetzt auf 6,07 Kilometer gesenkt worden. Vorher waren es 6,64. Da gibt es keine weitere Veränderung, außer eben die Sichtbarkeit aus der Luft. Und weiter geht's mit der Tierstufe 5, nämlich die Genova, die jetzt hier gerade im Hafen steht. Da werden folgende Sachen geändert. Einmal die Erkennbarkeit zur Luft runter auf 8,28 Kilometer und dann die Basisreichweite der Hauptbatteriegeschütze von 13 auf 14,3 Kilometer erhöht. Also das ist quasi einen Buff in beide Richtungen. Einmal ist man weniger weit zu sehen oder zu erkennen durch Flugzeuge, aber man kann weiter schießen, nämlich 14,3 Kilometer. Ganz cool. Wird ja ein Premium-Dampfer aller Voraussicht nach. Ich bin mal gespannt. Nach 5 kommt bekanntlich 6 und wir sind bei der Trento angekommen. Tierstufe 6 der Italiener. Und da gibt es die Veränderung der Hauptbatterie-Nachladezeit. Die wird nämlich erhöht von 15 auf 16 Sekunden, also um eine Sekunde. Und wir haben dann auch da eine Veränderung der Sichtbarkeit zur Luft. 7,86 war der alte Wert, der neue Wert sind 5,31. Und dann die logische Reihenfolge, Zara. Auch da gibt es Veränderungen. 7,52 war die alte Erkennbarkeit zur Luft, jetzt sind 6,98. Die Nachladezeit der Hauptbatterie wird da gesenkt von 15 auf 14,5 Sekunden und die Wirksamkeit des Abgasnebelerzeugers wird von 25 auf 40 Sekunden verlängert. Das heißt, ihr könnt länger bei Vollgas im Nebel fahren, ohne erkennbar zu sein oder eure Erkennbarkeit wird halt deutlich eingeschränkt. Und das ist ja eigentlich eine ganz coole Geschichte. Das wird die Zara auf jeden Fall konkurrenzfähiger machen, gerade dann, wenn das Matchmaking mal wieder nicht so gut ist und ihr in einem T9-Gefecht mit dem Schiff hier landet. Und jetzt gibt es immer wohlklingendere Namen, nämlich Amalfi. Ja, hier sieht man schon, man ist in T8 angekommen, Schiff ist viel länger und so weiter. Die Türme haben jetzt 3 Rohre, ja, alles sowas. Und die Sichtbarkeit A wird auch geändert. 9,53 war der alte Wert, 8,67 ist der neue Wert zur Erkennbarkeit zur Luft. Weitere Änderungen gibt es da nicht, eben außer das, was ich eben schon gesagt habe mit den SAP-Granaten. Jetzt sind wir bei T9 angekommen, da wird die Sichtbarkeit zur Luft auf 9,2 Kilometer geändert. Und dann sind wir durch mit der Venezia, Tierstufe 10, Sichtbarkeit geändert aus der Luft 9,92 Kilometer. Und jetzt haben wir wirklich alle Daten ausführlich einmal hier auf Video gebracht, sodass ihr euch das auch nochmal alles angucken und durchlesen könnt. Ich blende es ja an der Seite immer für euch ein. Und jetzt hoffe ich, dass das Video für euch interessant war. Wenn dem so ist, lasst mir einen Daumen nach oben da und gerne ein Abo. Empfehlt mich gerne weiter, würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Viel Spaß noch, euer Seekrauts-Team, euer Andi. Ciao, ciao.